Leider Gottes würde extrem viel Zeit nicht passen. Und in der Zwischenzeit würden wir ein bisschen ohne Nahrung dastehen. Naja, relativ ohne Nahrung dastehen. Weil in der Zwischenzeit würde ich diese Leinen bauen. Und von jedem Tier, was da in dem großen Bunker da hinten drin ist, von jedem Tier würde ich zwei dann erstmal irgendwo in so ein extra Gatter reinpacken und anleihen. Beziehungsweise halt bei den Hühnchen würde ich natürlich ganz anders dann arbeiten, mit den Hühnern arbeiten, wie auch immer. Ah, den einen lassen wir da, wo er ist. Also man könnte es machen, so halt, dass diese Nord-Süd-Ost-West-Ausrichtung, wie auch immer, dass die halt stimmt. Also man kann es machen oder ich kann es machen. Nur wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr euch das echt antun wollt. Also ich habe das gemacht, ohne halt zu moderieren und natürlich mich dann auch dementsprechend ohne ablenken zu lassen. Und ich habe dran gesessen circa 8 Stunden. Ja, jetzt könnte man wieder sagen, als wenn der gute Trivolo wieder nichts Besseres zu tun hat. Doch, ich hatte eigentlich was Besseres zu tun. Aber ich hatte mich da so festgefressen, weil ich auch den Willen hatte, einfach das Ganze umzubauen. Und da habe ich dann halt mal fast einen ganzen Sonnabend vor verbracht. Hatte eh geregnet, meine Frau war eh nicht da. Naja, dann kann man ja auch so einen Quatsch mal machen. Kann man mal machen, muss man aber nicht. So, wenn ich das Ganze drehen würde, dann würde das Feld natürlich hier auch bei dem Häuschen enden. Und würde, komme ich da jetzt irgendwie raufgesprungen? Und würde irgendwie da vorne irgendwo anfangen. Und der ganze Schlons hier, naja, es würde dann halt hier irgendwie enden. Und das alles hier würde ich dann ein bisschen umbauen und so weiter. Jetzt ist echt allerdings die Frage an euch. Wollt ihr euch das echt antun, dass ich sowas mache? Na, ich meine, das ist jetzt wirklich ernst gemeinte Frage. Für mich ist das ein ernstes Thema im Prinzip. Weil wenn ihr als Zuschauer jetzt sagt, ja, los Trivolo, mach das, wir gucken uns das an. Dann mache ich das, ne? Ist kein Thema. Nur wenn ihr jetzt sagt, so als Zuschauer, oh nee, Alter, du hast aber auch immer Ideen, hättest das nicht gleich machen können. Nein, da wusste ich das noch nicht. Ich glaube, irgendwann hat sich das mal geändert mit der Ost, West, Süd, Nord. Oben, unten Richtung, wie auch immer. Und zwar, glaube ich, hat sich das geändert mit dem Umzug der Map. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Doch, müsste aber eigentlich. So, 30 Stück nehmen wir mit. Soll erstmal reichen. Für das, was wir vorhaben. Also, ajo, sag mal, was ist jetzt hier eigentlich passiert so mit dem Baum? Ich meine nicht, dass er jetzt so ein 3-hoch irgendwie Krüppelkiefer. Ja, toll, aber genau so ein Baum ist da gewachsen. So ein 3-Hoch-Krüppelkiefer-Quatsch. Dann machen wir mal folgendes. Dann nehmen wir uns nochmal 4-mal Dirt mit. 4-mal Dirt und 4 solcher Dingensamen. Dschungelholz. 4 Stück. Und Dirt. 4 Stück. Egal, komm. Einmal mittlere Maustaste, dann ist die Sache auch geritzt. So, und dann bin ich jetzt mal gespannt, ob ich hier jetzt diesen einen Zugang nach oben wiederfinde. Sieht gut aus. Sieht hervorragend aus. Wunderbar. Ja, obwohl, der ist doch ganz schön hoch, ne? Ja, ist ja schön, dass ich den Zugang gefunden habe, aber so wie ich die Sache sehe, komme ich so ohne weiteres da gar nicht rauf. Jetzt habe ich die Leitern am Dorf gelassen. Toll. Pass mal auf, ich cheate mal einmal. Weil das geht mir jetzt echt gerade auf den Sack. Kann ich gar nicht. Warum nicht? Muss mich hier mal gerade wieder ordentlich hinsetzen. Ach hier, weil. Hä? Creative. Ah. You play now in Creative. So. Einmal hier hochfliegen. Spitze ist hier. Set to Survival. Ich bin gerade ein bisschen weiter weg vom Mikro, weil ich hier gerade irgendwie so leichte Probleme habe mit meinen alten Knochen. kommt mal vor. Ich muss das hier mit dem Mikro auch, glaube ich, mal echt anders lösen.
So. Wie würde sagen, Geronimo, ne? Oha. Ah ja, ich habe ja Federfall auf die Stiefel gezaubert. So, jetzt weiß ich, was ich noch vergessen habe. Und zwar aus der letzten Aufnahme die Koordinaten aufzuschreiben, wo an welcher Stelle der Höhleneingang ist. Verdammt. Warum habe ich das denn schon wieder vergessen? Hammer. So, mal nebenbei gucken, ey, nicht, dass hier irgendeine Aufnahme nicht läuft, so vom Ton oder sonstiges, weil ich nehme schon wieder 45 Minuten auf. Roundabout. Ich glaube, der war noch weiter hier, ne? Ja, wo ist er denn? Wo ist denn der Eingang zu der Höhle? Da drüben? Da oben? Da drüben? Ich weiß nicht, irgendwie da drüben. Irgendwo hier, so irgendwo, weiß ich nicht. Ah. Dass ich mir sowas auch immer nicht merken kann. Oder dass ich mir sowas auch generell einfach nicht aufschreiben kann. So, das war der eine Eingang. Ich wollte eigentlich den Eingang wählen, über den wir uns rausgegraben haben. Oh, Alter, das ist ja auch wieder... Über den wir uns rausgegraben haben. Haben, machen, gewesen, sein, getan, am Machen, tun. Wie auch immer. Ja. Ja gut, nehmen wir Standardeingang oder what? Müsste ja... glaub der hier. Okay, warte mal. Ich werde mal kurz... einmal die Musik stoppen. Playlist leeren. Ordner hinzufügen. Genau den hier. So, sind jetzt nur 12 Songs, aber... aber diese 12 Songs sollten ein bisschen stimmiger sein. Für eine Höhlen-Exkursion. Diskussion hat mir jetzt auch gefallen. Soll ich jetzt auch den Spannungsbogen ein bisschen mal aufspannen? Ein Zombie. Ein Zombie, der zum zweiten Mal verstarb. Und genau das ist der Punkt, den ich an Gronks Let's Play Art nicht mag. Diese Monologe. Ein Creeper. Ich wusste, dass er mich wollte. Spinn mal ein bisschen rum, Trivolo. Mach ich doch schon. Hier, und diese kleinen Mistsäue, Alter, die nicht mal Erfahrungspunkte geben. Tschüss. Schied dir recht. Oh, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Stirbt nicht. Alter, und wo das hier überall runtergeht. Ein Creeper! Und irgendwas ist hier nicht richtig. Ich muss hier gerade mal gucken. Nee, steht auf easy. Alter, nicht, dass ich hier wieder auf irgendwie auf ultra hart stelle oder so. Skelett! Wie es mir ernsthaft schon mal passiert ist. Stopp! Oder auch nicht. Eisen. Wo ist der kleine Kacker hin? Ach, das ist der da unten liegt, ne? Oh, da liegt noch hier Kollege Skelett. Skelett gleich mit platt gemacht. Den kleinen Hund, den halte ich mir jetzt als Haustier. Den kleinen Zombie. Das ist so ein bisschen wie bei Brain Dead. Alter. Ich hätte mir, glaube ich, nicht die Musik reinladen sollen, sondern meine schöne, lustige Musik lassen sollen. Ich glaube, ich habe gleich die Windeln voll. Wieso habe ich nur noch 4 Fackeln? Achso, das ist der... Achso. Das sind die angebrochenen. Da ist er umgesprungen.
Piper! Ey, warum ist denn mein Popschutz so am Wackeln? Rede ich schon wieder so laut? Normalerweise ist der Popschutz nur so am Wackeln, wenn ich so laut rede. Das Problem ist dann nur, wenn der Popschutz so wackelt, dass man dann so ein komische, hässliche Beigeräusche kriegt. Die ich auch nicht raussamplen kann, filtern kann, wie auch immer. Leider. Schlimmer wäre es ja noch, wenn ich beide Tonspuren über Fraps aufnehmen würde. Dann hätte ich echt ein arges Problem. Dann würde mir nämlich glattweg eine Spur fehlen. Oh, die Mucke, Alter. Ich glaube, das sollte ich in Zukunft öfter machen. Alle. Ah, Arschlecken. Höhle doch noch nicht alle. Ach du Scheiße, eine Spalte. So, und liebe Leute. Ich möchte hierzu mal eins jetzt mal sagen. Zu der Musik. Jetzt wird der ein oder andere sicherlich einen Wiedererkennungsfaktor in der Musik erkennen. Und da kann ich nur eins zu sagen. Ich habe festgestellt, so ziemlich alle Let's Player laden auf der gleichen Internetplattform ihre Musik runter. Hier ist ein Zombie irgendwo hinter. Alter. Zwei Zombies. Ah, egal. Ich muss mich nochmal anders hinsetzen, liebe Leute. Wir haben nämlich zwei Fehler gemacht. Wir haben kein Holz mitgenommen. Zum einen und zum anderen haben wir keine Sticks mitgenommen. Und zum dritten, wir haben keine Kohle mit. Gut, Kohle ist nicht das Problem. Da vorne sehe ich schon welche. Oh, und ich habe sogar die Unbreaking-Effizienz. Alter, ich dachte eben gerade, ich habe auch noch meine Lucky-Spitzhacke mit. Wo war denn jetzt der Weg nach draußen? Ich muss mal noch schnell mal einen Baum fällen. Alter. Das geht ja schon wieder gar nicht hier, oder was? Wenn ich jetzt schon den Weg nach draußen nicht mehr finde. Ah, okay. Hier geht's nach draußen. Wir machen jetzt mal kurz die Muschi. Moment. Damit es denn hier nicht zu übertrieben ist mit der Musik. Ja, komm, hier. Irgendwo so ein... Na, den oder... Na, den. Du musst jetzt dran glauben, lieber Baum. Erstmal voll den Baum voll spinnen. Mein lieber Baum, du musst jetzt leider sterben. Aber warum, Trivolo? Weil ich's kann. So PewDiePie-Style, so. Hey, my friend, ne, hier, Baum. Heißt ein Baum auf Englisch, Alter. Das war auch neulich geil, Alter. Hier, Wood und bla, und hast du nicht gesehen? Und mit einmal knall ich so raus. Alter, was heißt Baum eigentlich auf Englisch? Und laber noch die ganze Zeit vom Wood. Ja, nee, ist klar, ne? Also, willkommen bei Trivolo. Ich bin privat mindestens genauso wie in meinem Let's Play. Ein Skelett. Einmal. Oh. Zweimal. Ajo, wie sieht das eigentlich pfeiltechnisch aus? Ich meine, ich bin ja super vorbereitet hier, ne? Mit 36 Pfeilen. Schön. Mit 36 Pfeilen möchte er in eine Höhle gehen. Okay. Mache ich. Und ich denke mal, mitten in der Höhle müssen wir auch leider die Aufnahme unterbrechen. So. Wie sieht das jetzt hier aus? Einigermaßen sicher. Gut, liebe Leute, ich muss an dieser Stelle einen kleinen Cut machen. Für mich vergehen jetzt wahrscheinlich so 15 Minuten, für euch nur ein Tag oder ein paar Sekunden, je nachdem, wie ich das render und schneide. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.